Hi, ich bin Dimitri und willkommen bei MailStep. Es geht weiter in dem Tutorial. Wir haben jetzt zwei Strategien angelegt und nun kommt die dritte Strategie, die Außenbearbeitung, dass wir ebenfalls noch eine Profilbearbeitung, aber für außen anlegen. Mit anderen Parametern, aber die gleiche Strategie. Also, ich switche euch jetzt einmal auf den Bildschirm und dann geht's weiter. So, wenn ihr die letzten Videos verfolgt habt, habt ihr ja mitbekommen, dass wir jetzt Taschenbearbeitung, Profilbearbeitung für die Tasche angelegt haben. Als nächstes möchte ich ja die Außenkontur einmal abfahren, natürlich nicht auf volle Tiefe, obwohl, nee, nicht nach volle Tiefe. Ich will nur 10 mm reingehen, weil ich gehe jetzt davon aus, dass das Teil im Schraubstock eingespannt ist. Von daher darf ich auch nur 10 mm tauchen. So, ich bin faul und mache ungerne immer wieder gleiche Sachen und ich arbeite gerne mit Kopieren, Spiegeln und solchen Sachen und das erleichtert einem die Arbeit enorm, sowie auch spart sehr viel Zeit. So, wir haben ja Profilbearbeitung hier schon angelegt und ich möchte jetzt einfach diese Profilbearbeitung kopieren. Dazu gehe ich rechte Maus auf Profilbearbeitung und dann sage ich neuer NC-Job Parameter übernehmen, klicke ich einmal an. So, das heißt, er macht mir nochmal die gleiche Strategie auf und ich sehe ja, er hat bei dieser Profilbearbeitung den Kreis als Kontur, als Bereich ausgewählt oder ich habe das ausgewählt und es ist hier dann definiert. Ich sage nein, mit dieser Profilbearbeitung möchte ich nicht Kreis, sondern Außen auswählen. Ich gehe wieder markiere Außen und wähle Kreis ab. Rechte Maus ins blaue Feld, sage weiter im Dialog anzeigen. So, jetzt sehen wir natürlich die Parameter, die in der letzten Bearbeitung angelegt wurden. Das, was wir jetzt ändern, ist die Gesamtzustellung von 10 auf 15. Ich will im 5, Aufmaß auf Kontur natürlich auf 0 lassen wir, dass er uns direkt auf Fertigmaß das Ganze bearbeitet. Gesamtzustellung 15 in 5 mm Schichten. So, seitliche Zustellung lassen wir wieder auf 0. Wir möchten Laufrichtung Gleichlauf fahren, aber natürlich jetzt außen bearbeiten. Beim Kreis haben wir natürlich innerhalb der Kontur gearbeitet, aber jetzt bei der Außenkontur möchten wir natürlich außerhalb fahren. Okay, gehen wir zur nächsten Einstellung oder zum nächsten Punkt. Einstellung, wir sagen eine Ausrichtung, das bedeutet, wir wollen immer nur in Gleichlauf fahren. Hier lassen wir alles so, wie es standardmäßig eingestellt ist. Erweiterte Einstellungen machen wir hier auch nichts. Wir lassen die Außenecken als Kreisbogen umfahren. Ach genau, hier wäre zum Beispiel die Option Außenecken umfahren. Je nachdem, was ihr für Teile habt, je nachdem, was ihr für eine Maschine habt, habt ihr hier die Möglichkeit, die Außenecken auf verschiedenste Art und Weise zu umfahren. Das müsst ihr dann ausprobieren, ob ihr ein bestimmtes Schwingverhalten der Maschine habt bei Richtungsänderungen oder beim Anfahren. In meinem Thema jetzt hier reicht mir Kreisbogen absolut aus. Das heißt, er fährt mein Rechteck oder mein Quader in diesem Fall einfach ab. Und für meine Zwecke reicht es. Es gibt bei uns tatsächlich Anwendungen, wo wir feinstgeschliffene Teile haben und dann lassen wir die Maschine tatsächlich Ecken überfahren. Das heißt, die Maschine fährt aus dem Bearbeitungsbereich raus, stellt zu und hat Möglichkeit, sich auszuschwingen. Jedes Mal, wenn die Maschine dann beginnt zu fahren, hat die ein gewisses Schwingverhalten. Und je nachdem, was ihr für eine Maschine habt, kann man hier die Bereiche dann einstellen und wir lassen den da die Maschine, ich weiß, ich meine 10 mm oder 15 mm als Einschwingstrecke quasi in der Luft laufen. Und wenn er dann Kontakt mit dem Teil hat, ist er schon ausgeschwungen und dann haben wir wirklich eine schöne, absolut geschlichtete, glatte Fläche. Okay, hier lassen wir einfach nur Kreisbogen. So, anfahren, abfahren. Ich lasse hier genau die gleichen Einstellungen, wie die vorher auch waren. Und zwar hier sehen wir, genau das einmal auch noch, ihr seht auf der ausgewählten Außenkontur diesen Rechteck als Punkt. Das ist unser Startpunkt. Das heißt, hier geht die Bearbeitung los und hier endet die Bearbeitung auch.
Das heißt, wir fahren im Gleichlauf und er müsste im Uhrzeigersinn um das Teil herumfahren und dann ist er fertig. Und von daher wähle ich hier einmal aus, linearer Pfad lasse ich den fahren. Annäherungshöhe 7 ist okay. Pfadlänge 2 mm ist okay und Winkel lasse ich jetzt 0, dass er gerade einfach an die Kontur ranfährt. Das seht ihr gleich. Beim Abfahren genauso mache ich jetzt linear und lasse ihn 2 mm abfahren mit einem Winkel von 0. So, kommen wir nun zu den Vorschüben. Wir schlichten hier die Fläche auch somit. Ich möchte die ja nur einmal umfahren und dementsprechend schlichten. Lasse die gleichen Vorschubparameter wie bei der Kreistasche. Werkzeug bleibt auch identisch und somit habe ich recht zügig und einfach den Schlichtgang für die Außenkontur angelegt. Ich sage jetzt okay, zack, mache einmal eine Draufsicht und wir sehen jetzt hier, ich mache mal eine isometrische Ansicht, so hier, und ich sehe jetzt hier meine Kante, oder das ist jetzt die Anfahrstrecke. Aha, Abfahrstrecke gefällt mir nicht. Die Abfahrstrecke, seht ihr das? Er bleibt direkt auf der gefrästen Kante stehen und zieht gerade nach oben. Das gefällt mir nicht. Das möchte ich einmal ändern. Ich gehe Doppelklick in die Profilbearbeitung. Nee, wartet mal. Ich ändere erstmal die Bezeichnung, die Benennung einmal um. Ich nenne Profilbearbeitung Außen. So. Und das ist Profilbearbeitung Kreis. Enter. So, ich möchte einmal außen nochmal bearbeiten, gehe Doppelklick rein und sage abfahren möchte ich doch mit einem Winkel von 10 Grad und sage okay. So, und jetzt seht ihr, wenn man die Draufsicht mache, das heißt hier fährt er ran, macht einmal einen Kreis um das Teil herum, kommt hier wieder an und fährt diese Strecke ab. Dann zieht er hoch und taucht nochmal ein. Und das Ganze macht er dann dreimal, bis er auf unsere gewünschten 15 mm dann kommt. So, wir simulieren das Ganze auch einmal, mache einmal die isometrische Ansicht und sage bitte Start. Dann züge ich einmal durch, doppelte Geschwindigkeit. Ziemlich langsam, habe ich ja gesagt, mein Rechner ist nicht der schnellste. Und jetzt haben wir auch gesehen, dass er außen uns das Ganze auch geschlichtet hat. Der sieht doch schick aus. So, okay. Das war Schlichtgang außen. Ich gehe wieder zurück in den Manager, speichere das Ganze ab. Jetzt haben wir hier drei Strategien angelegt. Fast sind wir durch. Also, hier machen wir erstmal Schluss für heute. Und beim nächsten Video geht es dann weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.